Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frisch vom Stapel. Heute mit Cadence of Hyrule. Das Spiel ist ja jetzt vor einer guten Woche rausgekommen und ich habe es mir am Sonntag spontan morgens runtergeladen, habe es den ganzen Tag gespielt, habe es auch komplett durchgespielt, habe fast 100% eigentlich alles gemacht, was man so in einem Run machen kann. Ja, und das schauen wir uns heute mal an. To restore it. But sometimes sometimes they need a little extra help. Cadence of Hyrule ist ja so eine Art Spin-off der Zelda-Serie. Man kann es vielleicht auch Crossover nennen zwischen Crypt of the Necrodancer und eben Zelda. Hier vor allem Link to the Past oder Link's Awakening genannt, also die hübscheren 2D-Zeldas, würde ich jetzt mal aufnehmen. Und ja, Necrodancer ist ja schon vor einiger Zeit erschienen, eigentlich fast genau vor 4 Jahren, das erste Mal auf dem PC am 23. April und wurde danach auch für einige andere Konsolen portiert, zuletzt eben auch für die Switch im Februar 2018. Und das war auch tatsächlich auch das erste Spiel, was ich mir geholt habe, bevor ich mir Cadence of Hyrule geholt habe. Denn ich war mir nicht ganz sicher, ob das eine Art Spiel ist, die mich wirklich anspricht. Wie der Name eben schon sagt, Necrodancer, um mal gerade bei dem erst zu bleiben, ist ja schon durch den Namen Dancer irgendwie ersichtlich, dass es was mit Musik scheinbar zu tun hat. Und im Grunde ist das Spiel eine Art Roguelike Dungeon Crawler mit Rhythmuselementen. Das bedeutet, man bewegt sich nicht komplett frei durch das Level durch, wie man das halt so kennt und läuft und tötet Monster, sondern es wird ein Beat vorgegeben, also eine Musik, die halt einen entsprechenden Rhythmus hat. Man hat unten auf dem Boden immer die Felder sozusagen, die abwechselnd dann aufleuchten. Dezent, also jetzt nicht übertrieben, sondern einfach nur so, dass es halt ein bisschen auch optisch dargestellt wird. Man hat zusätzlich noch eine Leiste unten in der Mitte, wo auch der Rhythmus immer ein Herz ist das in der Mitte bei Necrodancer, wo das in der Mitte immer drauf zuläuft und wenn es im richtigen Moment da ist, dann müsste man halt drücken. Das macht man aber eigentlich automatisch. Also es ist wahrscheinlich nur eine zusätzliche Hilfe, dass man das nochmal ein bisschen visuell dargestellt hat mit der Musik. Und eben das Prinzip des Spiels ist es eigentlich, sich durch die Level dann zu manövrieren, die Gegner da zu töten, Loot einzusammeln und eben die Level abzuschließen. Die Roguelike-Elemente sind eben so, dass die Level zufallsgeneriert sind und man beim Tod seine Sachen verliert. Also man kann dann halt bestimmte Sachen permanent freischalten, es gibt ein paar permanent Upgrades, es gibt glaube ich auch ein paar Waffen, die man übernehmen kann. Ich bin mir bei Necrodancer nicht so sicher, weil ich habe es nicht sehr viel gespielt. Ich habe nur mal reingeguckt, habe gedacht, ja okay, das könnte ganz cool sein. Und eben, ich habe mir dann Sonntag halt sehr spontan morgens irgendwie dieses Cadence of Hyrule geholt, weil es sah einfach so gut aus und die Musik hat mir so gut gefallen. Und alter Schwede, also die Musik, ne? Ich komme gleich noch drauf, aber holy fuck ist das geil. Ich hoffe, dass es irgendwann irgendwie ein geiles Album oder irgendwas, also halt auf Vinyl oder so, jetzt hätte ich das so gerne. Das wäre ein Traum, bitte, mach das wahr. Ja, aber eben der Unterschied oder beziehungsweise die Gemeinsamkeiten von Cadence of Hyrule und Necrodancer. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, nimm einfach mal einen Link to the Past, würde ich jetzt mal einfach nehmen, und klatsch da halt dieses Rhythmuselement und ein bisschen Roguelike drauf. Und dann hast du eigentlich schon dieses Spiel Cadence of Hyrule. Dann ist es eigentlich nichts anderes. Das fängt halt so ein bisschen an. Also diese namensgebende Cadence, das ist ja die Hauptprotagonistin aus dem Necrodancer. Die landet irgendwie in dieser Welt Hyrule, warum auch immer. Und da ist halt dieser Octavo, heißt er, glaube ich, der Böse, der hat dort die Zelda und den König und Link auch mit irgendeiner Musik in den Schlaf gelullt. Und ja, deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich da, um die zu retten. Am Anfang gibt es so eine kleine Art Tutorial, dass man nochmal so ein bisschen hier mit dem Rhythmus das erklärt bekommt, wie die Kämpfe ablaufen. Und dann kann man sich für einen der beiden Charaktere entscheiden, also entweder Link oder Zelda. Man hat später aber auch nochmal die Möglichkeit, zwischen den Charakteren zu switchen, beziehungsweise hat dann beide als Option. Und ja, sobald man dann eigentlich im Spiel drin ist, fängt es an, dass man eben, ich gehe jetzt mal von Link aus, weil mit dem habe ich immer gespielt, da bin ich in einem Haus dann gewesen und dann gehst du dort raus, kriegst du deine Grundausrüstung, Schwert und Schild und dann bist du komplett frei. Du fängst irgendwo auf der Karte an, du hast eine schöne Übersichtskarte, wo halt alles eingezeichnet wird, was du siehst. Ja, und dann erkundest du erstmal die Welt. Das heißt, die komplette Oberwelt ist dann zufallsgeneriert. Sie bleibt aber für den ganzen Playthrough sozusagen, bleibt die natürlich bestehen. Das heißt, wenn man stirbt, kommt man auch immer wieder in die gleiche Welt. Also die Welt verändert sich dann nicht nochmal.
sondern erst, wenn man ein neues Spiel startet. Man hat auch die Möglichkeit, einen bestimmten Seed zu laden, was ich immer sehr interessant finde, gerade bei solchen zufallsgenerierten Sachen. Und das Ziel ist es eigentlich, 4 Hauptboss, also 4 Champions in der Welt zu finden und zu töten. Also sind halt 4 Boss-Dungeons, nenne ich das jetzt mal. Und dann am Ende natürlich den Octavo zu besiegen. Relativ simpel. Aber es gibt noch viele, viele kleine Minibosse, die man töten kann. Es gibt viele verschiedene kleine Mini-Rätsel in kleinen Höhlen, in kleinen Dungeons, die wirklich nett sind, wo man dann auch wieder die ganzen typischen Zelda-Items verwenden kann. Und das fand ich einfach so cool, dass sie so viel aus Zelda genommen haben. Ich habe erst gedacht, so, ja, okay, das ist so ein Necrodancer halt mit einem Zelda-Skin. Aber es ist komplett andersrum eigentlich. Es ist eigentlich komplett ein Zelda, nur mit dem leichten Rhythmus-Touch oben drauf. Und selbst die Roguelike-Elemente sind sehr, sehr dezent. Also von Roguelike finde ich immer dieses Zufallsgenerierte sehr viel besser, als dass man halt seinen Progress verliert. Weil das ist teilweise nicht so schön gelöst. Deswegen spiele ich diese Spiele auch nicht so oft. Also das letzte war jetzt, glaube ich, tatsächlich Dead Cells. Das war das Spiel, was ich gesucht habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Progress-System finde ich ja eigentlich ganz gut, denn man verliert sozusagen nur unwichtigen Stuff, den man innerhalb von ein paar Minuten eh wieder bekommt. Zum einen sind es eben die Rubine, die klassischen, die man so kennt, womit man halt Zeug kaufen kann. Die gibt es hier natürlich auch wieder. Es gibt Schlüssel, die man in der Oberwelt findet, aber auch irgendwie im Dungeon benutzen kann. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil ich hatte so viel Schlüssel irgendwie auch am Ende. Und eben auch Rubine. Ich hatte, glaube ich, 3000 Rubine, weil ich dann nicht mehr gestorben bin. Ja, bis auf ganz am Ende dann halt. Und ich habe knapp 130 Diamanten gehabt. Diamanten sind eben sozusagen die zweite Währung, die man bekommt, wenn man einen Bildschirm komplett clear hat. Das heißt, wenn man dort alle Monster getötet hat. Da droppt dann halt immer ein Diamant, beziehungsweise wenn man den Rhythmus einhält und das halt entsprechend macht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu kurz, da kriegt man halt mehr Diamanten. Mit den Diamanten kann man sich ebenfalls nochmal Upgrades kaufen, zum Beispiel kann man seine Waffe damit verbessern, man kann die so ein bisschen umschmieden, dass man halt Life Drain hat oder dass sie ein bisschen mehr Schaden macht oder vergiftet etc. Das kann man alles mit den Diamanten machen. Ich weiß nicht genau, ob man sonst noch was damit kaufen kann, weil ich habe mir nichts geholt dafür. Also ich glaube aber auch nicht, dass es sonst was gab. Keine Ahnung. Ja, und das andere, was man sonst hat, oben rechts gibt es so eine Leiste. Da findet man immer wieder so Items in der Welt verteilt. Das ist zum einen eine Schaufel, die kennt man ja auch schon aus Necrodancer, womit man halt eben entsprechende Wände kaputt machen kann. Da gibt es einfach unterschiedliche Typen. Es gibt eine Schaufel, die halt automatisch funktioniert. Das heißt, man kann sozusagen durch die Wände komplett durchlaufen. Andere Schaufeln sind halt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen stärker, länger halten. Mein Gott. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich habe es mir nie angeguckt. Ich habe immer mal Schaufel, ist kaputt, habe ich eine neue genommen. War mir eigentlich relativ egal. Es gibt noch eine Fackel, damit sieht man dann halt im Dunkeln. Macht Sinn. Beziehungsweise gibt es auch spezielle, die zum Beispiel Items in Kisten anzeigen. Und das ist ganz hilfreich, gerade mit versteckten Kisten im Dungeon. Da sieht man dann halt zum Beispiel, wenn eine Kiste in der Wand steht, weil man das Item dadurch sieht. Ziemlich cool. Es gibt noch Ringe, die haben verschiedene Bonuswerte und eben Schuhe. Ebenfalls das gleiche, also ein bisschen mehr Angriff, ein bisschen mehr Verteidigung etc. Das sind aber alles Sachen, die auch sowieso irgendwann kaputt gehen, ohne dass du da was gegen machen kannst, weil durch die Kämpfe verlieren die alle eben an Zustand, also die gehen halt kaputt. So. Und wenn du halt stirbst, sind die Dinger halt weg, was aber total belanglos ist, weil das findest du eh andauernd in der Welt irgendwo. Und ansonsten, man verliert keine Waffen, man verliert keine Ausrüstung, man verliert keinen Progress, außer wenn man halt in einem Hauptdungeon ist. Das heißt, wenn du da auf dem Weg zum Boss bist und einmal stirbst, musst du, glaube ich, alles nochmal machen. Vielleicht bleiben sogar die Schalter, das weiß ich nicht, weil mir ist das nicht passiert. Aber ich bin einmal halt in dem letzten Dungeon gestorben. Und dort musste ich von Anfang an komplett nochmal durch. Der war aber auch ein bisschen spezieller. Also von daher ist das tatsächlich das Einzige. Es gibt auf der ganzen Weltkarte verteilt diese Shika-Platten. Da kann man halt seinen Progress sozusagen speichern. Das heißt, man berührt das Ding einmal und dann ist sozusagen dort auch ein Save-Point. Das heißt, wenn man stirbt, fängt man wieder an diesem Punkt an. Man kann später auch zwischen den Hin- und Herreisen, es gibt eine Art Teleportation. Es gibt noch einiges so an Charms, also halt an zusätzlichen, ich nenne es mal Hilfen oder ja einfach, ne? Du siehst dann halt die Kisten auf der Karte, du siehst die ganzen Monster auf der Karte, also die Special Monster und solche Sachen halt. Man kann sich dann schön auf der Karte orientieren, wo man hin will, was man machen will. Ziemlich cool, also es ist einfach sehr benutzerfreundlich. Du musst nicht irgendwie 1000 Jahre auf der Karte in irgendeinem Random Ding irgendwas suchen, was du jetzt unbedingt brauchst oder wo du sagst, hey, ich hätte gerne alle Herzteile zum Beispiel. Kannst du dir, wenn du das entsprechende Ding einsammelst, kannst du es anzeigen lassen, kannst es abarbeiten. Ziemlich cool. Ich habe, glaube ich, für meinen ersten Durchgang jetzt in-game etwas 7 Stunden gebraucht. Ich habe vielleicht reell ein bisschen länger gebraucht.
Und ich habe eben durch die ganzen Charms so gut wie alles abgearbeitet. Also es ist nicht per se ein langes Spiel, aber eben diese Roguelike-Sachen spielt man ja auch oder sollte man halt auch eigentlich öfters dann nochmal neu durchspielen durch das Zufallselement. Der größte Knackpunkt für die meisten und wie für mich ja auch, ist, glaube ich, dieser Rhythmusaspekt. Denn das ist so ein Ding, was viele vielleicht abschrecken könnte. Ich muss aber sagen, ich liebe das so sehr mittlerweile. Man kann das sogar ausschalten, also es gibt so einen festen Beat-Modus, habe ich gesehen. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber damit kann man sich scheinbar komplett frei bewegen. Denn das ist auch der Unterschied zwischen Necrodancer und Cadence of Hyrule. In Necrodancer kannst du dich nur so in diesem Beat-Modus vorbewegen, sage ich jetzt mal. Also auch wenn keine Gegner da sind. Und hier ist es halt so, sobald der Bildschirm clear ist, dann sind da die klassischen Zelda-Bildschirme, so wie früher, wenn man an den rankommt, kommt man in den nächsten Bildschirm. Wenn du einen Bildschirm clear hast, kannst du dich dort ganz normal frei bewegen, ohne Beat. Das ist natürlich super, gerade wenn es dann natürlich die kleineren Rätsel noch gibt. Und solange man nicht irgendwie in den Dungeon reingeht oder den Dungeon fertig macht, bleiben auch alle Gegner tot. Das heißt, du kannst die komplette Weltkarte erstmal clear machen, kannst dich da, also ne, wenn du halt irgendwie unterwegs bist, du kannst halt zurückgehen und es sind keine Gegner da. Das heißt, du kannst dich am Ende im Endeffekt relativ zügig fortbewegen. Außer, wie gesagt, wenn du halt einen Dungeon gemacht hast, dann wird alles sozusagen einmal komplett resettet. Dann sind die Gegner halt normal wieder da, aber das ist auch völlig okay, denn irgendwann hat man das System eh gut raus. Und das, ich hab's ja eingangs schon mit dieser Musik, ne? Es ist so unglaublich geil, dieses Spiel. Und ich hab auch, ich hab so Bock darauf, diesen Soundtrack einfach zu haben oder irgendwie das aufzunehmen, irgendwie für mich jetzt erstmal, dass ich diese Musik irgendwie hören kann nebenbei. Und die Verbindung von dem Zelda-Gameplay mit den ganzen Items, also mit, ne, habe ich schon eingangs gesagt, mit Enderhaken, mit Bogen, mit Bumerang etc. Die ganze Welt und dann die Musik noch dazu in so einem richtig geilen Remix. Gerade wenn die Kämpfe am Start sind, dann ändert sich die Musik und wird so ein bisschen intensiver. Hey, so ein geiles Ding und das macht so Spaß, dann da rumzuhüpfen, die Gegner so ein bisschen aufzumanövrieren. Einige werfen dann irgendwie so einen Speer auf dich. Dann müssen die erst dahin rennen, um die wieder aufzuheben und so in der Zeit können die dir eigentlich nicht groß was anhaben. Dann gibt es eben die klassischen, diese Ritter, ich glaube diese Skelettritter, die dann zusammenfallen, dann fliegt der Kopf darum und so. Also das Kampfsystem gepaart mit der Musik und allem drum und dran, es ist einfach so gut gemacht und es macht so viel Spaß. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Also wenn ihr nicht auf so Rhythmussachen steht, guckt es euch vielleicht trotzdem an. Also 25€ ist ein harter Preis, finde ich persönlich immer. Ich kaufe auch normalerweise solche Sachen generell nicht für den Vollpreis, denn gerade diese digitalen Only-Sachen bin ich nicht so Fan von. Aber ich habe gesagt, bei Zelda, ich habe diese Videos mir jetzt öfters angeguckt da und ich habe gesagt, komm, ich muss mir das jetzt holen. Ich habe so Bock darauf gerade. Und es ist auch einfach im Kern ist es einfach ein richtiges Zelda-Spiel und nicht irgendwie ein Rhythmusspiel mit Zelda-Optik. Und das ist einfach extrem wichtig, finde ich, zu wissen. Und selbst wenn man mit eingeschaltetem Beat-Modus spielt, ist es immer noch zu vernachlässigen, denn selbst wenn man den Beat mal verhaut, man wird nicht bestraft, sondern man wird halt nur belohnt, wenn man den Beat einhält. Das heißt, es droppen im Endeffekt mehr Diamanten, die man auch nicht unbedingt wirklich braucht, ich weiß es nicht. Also es ist alles sehr, sehr dezent, diese ganze Roguelike-Mechanik. Von daher, wie gesagt, von meiner Seite aus an alle Leute, die irgendwie mit Zelda irgendwas anfangen können, gerade mit den 2D-Zelda, schaut es euch einfach an. Also wie gesagt, wartet sonst auf einen Sale oder ne, wenn ihr irgendjemanden kennt, der das hat, testet es auf jeden Fall aus. Von mir auf jeden Fall dicke Empfehlung.